Kognitives Umstrukturieren. Für das Auflösen und Ändern dieser schwierigen kognitiven Verzerrungen bieten wir hier einige Techniken an. Das Ziel ist, die Verzerrungen mit genügend Wiederholung auszulöschen und durch neue, ausgewogene Gedanken zu ersetzen. Diese Techniken sind: Das sokratische Infragestellen kognitiver Verzerrungen geht auf den griechischen Philosophen Sokrates zurück, der die Bedeutung des Fragens als einen Weg betonte, um komplexe Ideen zu erforschen und Annahmen aufzudecken. Diese Technik ist relativ einfach einzusetzen. Die kognitiven Verzerrungen werden mit einer Reihe von Fragen bewertet. Coaches können mit einem Beispiel beginnen, etwa indem sie diese Fragen ihren Klienten stellen. Letztlich soll der Klient lernen, seine eigenen Gedanken in Frage zu stellen. Beispielfragen sind: Ist dieser Gedanke realistisch? Basieren meine Gedanken auf Fakten oder auf Gefühlen? Was ist der Beweis für diesen Gedanken? Könnte ich die Beweise falsch interpretieren? Betrachte ich diese Situation als schwarz-weiß, wenn es wirklich komplizierter ist? Habe ich diesen Gedanken aufgrund von Gewohnheit oder aufgrund von gestützten Tatsachen? Es ist sicher einfach, schnell Antworten zu finden, nur um die Übung durchzuziehen. Der Wert der sokratischen Frage ergibt sich jedoch aus dem Gedanken, der hinter der Antwort steht. Deshalb muss man mindestens 1 bis 3 Minuten bei jeder Frage verbringen, um das Beste aus dieser Übung herauszuholen. Oft sind kognitive Verzerrungen nur eine übertriebene Sicht auf die Realität. Vor einem ersten Date könnte sich eine Person von der Angst überwältigt fühlen und an all die Dinge denken, die schiefgehen könnten. Vielleicht wird der Verabredung das Aussehen nicht gefallen oder vielleicht wird sich die ängstliche Person lächerlich machen. Mit der Entkatastrophisierung stellt der Coach sehr einfache Fragen. Was wäre, wenn? Oder was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wie in diesem Beispiel. Klient: Ich mache mir immer Sorgen, dass mein Date nicht gefällt, wie ich aussehe. Oder ich mache mich selbst lächerlich. Das führt dazu, dass ich so nervös werde, dass ich mich auch wirklich lächerlich mache. Coach: Was ist, wenn diese Dinge wahr werden? Was ist, wenn deinem Date nicht gefällt, wie du aussiehst? Oder du dich selbst zum Narren machst? Klient: Nun, wir werden wahrscheinlich kein zweites Date haben. Coach: Was ist, wenn Sie kein zweites Date haben? Was passiert dann? Klient: Ich denke nichts. Ich werde Sie einfach nicht mehr sehen. Diese Art Fragen trägt dazu bei, das irrationale Angstniveau bei kognitiven Verzerrungen zu reduzieren. Es unterstreicht die Tatsache, dass sogar das Worst-Case-Szenario beherrschbar ist. In dieser Übung wird Ihr Klient als Verteidiger, Staatsanwalt und Richter fungieren. Erstens wird Ihr Klient als Verteidiger auftreten, indem er seine negativen Gedanken verteidigt. Bitten Sie Ihren Klienten, ein Argument dafür zu finden, warum der Gedanke wahr ist. Denken Sie daran, dass er sich an überprüfbare Fakten halten muss. Interpretation, Vermutung und Meinungen sind nicht erlaubt. Als nächstes bitten Sie Ihren Klienten, als Staatsanwalt zu fungieren. Jetzt soll er Beweise gegen den negativen Gedanken präsentieren. Wie im vorherigen Schritt sind nur überprüfbare Fakten erlaubt. Schließlich bitten Sie Ihren Klienten, als Richter zu fungieren. Er wird die Beweise überprüfen und ein Urteil abgeben. Das Urteil muss in Form eines rationalen Gedankens formuliert werden. Ein Beispiel könnte folgendermaßen aussehen. Der Gedanke, mein Partner hasst mich wahrscheinlich, nach einem Streit über Hausarbeit zum Beispiel. Die Verteidigung bringt ein Argument zur Verteidigung des Gedankens vor. Wir streiten uns oft über Kleinigkeiten wie Hausarbeiten. Meine Partnerin wird während dieser Streits wütend auf mich. Ich mache nicht immer meinen Teil der Hausarbeit. Der Richter konnte nicht stattgeben,
Ich würde sagen, dass meine Partnerin mich nicht mag, so wie sie mich angeschaut hat, weil es sich um eine Interpretation handelt. Die Anklage bringt das Argument gegen den Gedanken vor. Wenn wir streiten, finden wir immer einen Weg, das Problem zu lösen. Wir sind seit 10 Jahren zusammen. Meine Partnerin sagt, dass sie mich liebt. Meine Partnerin wird von Zeit zu Zeit wütend auf alle. Das Urteil? Streit sind manchmal ärgerlich, aber insgesamt ist dies eine gesunde und liebevolle Beziehung. Es gibt keine Beweise dafür, dass meine Partnerin mich hasst. Einige weitere Techniken sind: Verstehen der idiosynkratischen, eigentlichen Bedeutung einer Aussage, die eher eine Fähigkeit ist, das Problem des Klienten zu verstehen, wenn er im Falle einer Depression eine vage Sprache benutzt. Das Neuzuordnen, eine Technik, bei der der Klient aufgefordert wird, mögliche alternative Ursachen für die Situation zu berücksichtigen. Kognitive Proben. Der Coach und der Klient arbeiten zusammen, um Wege zu finden, mit denen ein bestimmtes Problem bearbeitet werden kann. Durch das Probieren von Wegen, mit einer bestimmten Situation umzugehen, ist der Klient dann besser darauf vorbereitet, wenn solche Situationen auftreten sollten. Leitbilder, Leitmotive. Leitbilder, Leitmotive als Technik bedeutet, dass der Coach dem Klienten hilft, mentale Bilder hervorzurufen und zu erzeugen, die eine Bewertung stimulieren oder neu erschaffen.